Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde. Oh, Wünschrate zu Drackensang. Ja, wir sind in der letzten Folge in die Tiefen von Guldur eingedrungen. Also ja, zufällig durch einen Teleporter. Also wir sind schon absichtlich in den Teleporter gegangen. Oh, viele Wünschrate. Na klar. Candidus. Könnt ihr keine netten Wühlschratte sein wie mein eigener? Keine Munition mehr. Pfeile. Ja, Vorgrim hat die restlichen Pfeile noch. Das bin ich. Wie sieht's bei dir mit Munition aus? Die Jagdbolzen sehen in Ordnung aus. Ja, du könntest ruhig was angreifen. Folgt mir. Cool. So, der Wildschrat brennt. Ein Zwerg, ein Wort für Ardor. Ja. So, die Wühlschratte haben hier die Falle ausgelöst. Von daher ist das in Ordnung. Okay, hier könnte doch eine Falle sein. Ja. Giftpilze. Ja, ein zyklopisches Artefakt. Damit können wir eine weitere Tür öffnen. Oh, oder aber erstmal Feuergeister. Okay, Feuergeister. So, Feuergeister heißt, wir brauchen eine Brandsalbe. Mein Atem geht ruhig. So. Und dann machen wir einen Feuergeist nach dem anderen. Okay, du trinkst einen. Gut. Ein Zwerg, ein Bei meiner Axt. Okay, das hat dich leider nicht gerettet. Du trinkst am besten auch einen, Gladys. Oder fällst einfach um. Das Gute ist, wenn Feuergeister, sage ich jetzt einfach mal ganz doof, ihr Pulver verschossen haben, sind sie nicht mehr sonderlich gefährlich. Also gerade im Nahkampf. Ja.
bei Angroschbart. Man sollte sie nur treffen, bevor sie uns totbrennen. So, genau. Mein Atem geht ruhig. So, jetzt erstmal die Wunden. Mandaya Ioi Vorax. Dann balsamieren wir uns mal. So. Tiefenhöhe von Goldo wurde aktualisiert. Benutze den zweiten Schlüssel. Mit dem zweiten Zyklopenschlüssel kann ich hoffentlich eine weitere Tür öffnen. Oh, koscher Stahl und Zwergengold und alles Mögliche. Und auch hier Steineiche. Schick. Ein Quicksave zwischendurch machen. So, das heißt, wir gehen jetzt wieder das ganze Stück zurück und gucken uns noch hier um. Es gibt ja noch zwei Zyklopentüren, die wir öffnen können. War aber irgendwie klar, dass wir nochmal Wühlschrat kriegen. Jetzt wird's ernst. Ja, Zwergkai. So, der fackelt schön ab. Lass das mal vorbringen. Na klar. Ha. So, konzentrieren wir uns immer auf einen Gegner. Ich versuche mein Bestes. Lass das mal vor, Grimm machen. So. Wühlschrate droppen halt auch nichts. Was sollen sie auch droppen? Steinchen? Aber ja, wir müssen hier, weil das waren Amöbenhöhlen. Da wollen wir nicht nochmal rein. Auch wenn es vielleicht dort noch Amöben geben könnte, die was Nettes droppen. Ach, Spinnen sind auch respawned. Meint ihr? Für Arno! Mein Atem geht ruhig. Die Große muss erstmal weg. Die Große ist weg, okay. Das sind nur ein Haufen kleine. Wie gesagt, die ganzen Spinnen werde ich jetzt nicht wieder plündern. Wir haben so viele Giftdrüsen und Seidendrüsen und Giftstacheln, die wir nie verbrauchen werden.
Die Spinneneier haben wir zerhauen. So, und hier sind wir jetzt wieder in den Tiefen. Also im Zwergenbereich eigentlich. Rissige Wand. Ah. Die können wir allerdings nicht benutzen. Ja, Vorgrims Zwergnase ist auf Maximum. Packe ich mal meine Sinnesschärfe auf Maximum. Wie sieht's bei dir mit... Okay, hier sei es auf Maximum. Magiekunde könnte ich bei dir noch maxen. Sprich, Freund. Sinnesschärfe bei dir. Heilkunde noch ein bisschen höher. Lass das mal Vorgrim machen. Schwerter eins höher. Ich versuche mein Bestes. So. Aber ne, durch die Wand kommen wir nicht. Kann ich hier eigentlich einen Marker setzen? Nö. Und ja, hier ist eine Werkstatt mit Kisten. Mein Atem geht ruhig. Lass das mal Vorgrim machen. Ich versuche mein Bestes. Das gibt mal an ihn. So. Oh, das ist Zunderschaum. Der gehört eigentlich zu dir. Zwergenstahl jede Menge. Ja. So, das kann hier runter. Das bin ich. Na gut, wenn die Jagdbolzen, dann gehen wir mal auf Kriegssachen rüber. Aber noch können wir uns erstmal umgucken, was hier ist. Zum Beispiel eine Truhe. Hier ist ja eine schöne Werkstatt mit allerhand Materialien. Sogar mit einem Bolzen. Na klar. Lass das mal Vorgrim machen. Kohle und Dolch. Also ja, für den Fall, dass wir uns was craften müssen oder wollen, haben wir hier die Werkbänke dazu. Wir haben nur nicht die Ressourcen da dazu teilweise. Nee. Also ja gut, wir finden Ressourcen noch. Kohle und Sandstein und noch mehr Steineiche. Habe ich die Truhe jetzt geplündert oder nicht? Mal gucken. Ja, habe ich. Okay. Kurzzeitgedächtnis eben. So, hier sind wir jetzt wieder raus aus diesem Teil.
Das schwarze Herz des Adamant liegt sicher verborgen hinter dem Feuerfan von Algormosch. Mhm. Ich frage mich, passt der Schlüssel zu einem bestimmten Tor?